Dann wie viel der Print Day ist das und wie empfindest du die Entwicklung des Formats? Es ist tatsächlich erst mein zweiter Print Day. Ich habe aus der Historie heraus in unserer Firma natürlich mitbekommen, wie die Print Days auch die Jahre davor waren. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Format und auch der Größe des Events echt überrascht für ein Thema, wo ja viele immer sagen, Print ist tot. Ne? Und den Begriff will man eigentlich gar nicht mehr so erwähnen, aber es ist echt gut was los hier und die Themen sind auch genau die richtigen, würde ich sagen. Ihr wurdet ja gestern Abend für die Innovation des Jahres prämiert mit dem Projekt, was ihr für Feste umgesetzt habt, basierend auf dem Informatiker-PIM. Wie haben so aus partnerschaftlicher Sicht solche Innovationen in Projekten, ja. Wie siehst du das? Für uns sind sowas natürlich immer Beweise dafür, dass wir auf der richtigen Ebene und Strecke unterwegs sind, wenn man auf Strategie und Vorhaben schaut. Und da ist natürlich das Projekt jetzt auch gestern mit Festo zusammen genau der richtige Schritt, den wir jetzt im zweiten Jahr in Folge dann eben nach draußen zeigen können, dass wir mit Print und Werk 2 da auf der richtigen Spur sind und das eben auch in diesem größeren Kontext, in dem wir unterwegs sind, nämlich Data and Analytics, ordentlich einsortieren können. Vielen Dank.